Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind hier im letzten Mal stehen geblieben, auch bei Charles Dickens Mission. Habe jetzt eine weitere gefunden. Der Schrecken von London, Sprungfeder-Check, ist zurück. Und, Sprungfeder-Check ist zurück, um die guten Bewohner Londons heimzusuchen. Halten Sie ihn auf. Okay, diesmal wird Jacob übernehmen. Und nicht Evie. Mal gucken, was denn jetzt so abgeht bei Sprungfeder Jack. Eigentlich haben wir doch den schon getötet. Ich dachte, wir wären fertig mit diesem Nonsens. Ach so, kann jeder Sprungfeder Jack werden oder was? Irgendwie unlogisch. Rammen, wie soll ich denn den jetzt rammen? Ich bin noch am Aufstehen. Klar. Ja, ich auch. Siehst du, ich auch. Nicht den Boden berühren. Tja, scheiße, ne? Hey! Das sagst du immer. Und am Schluss kriege ich dich trotzdem. Du kleiner Hundesohn. Ah, jetzt muss ich ihn töten, ne? Ha. Zuerst will er ein bisschen campen. Und dann, wenn er auf die Presse kriegt, rennt er wieder. Und dann heißt es rammen. Ich kann ihn nicht rammen. So. Meinst du? Du wartest zum Glück. In dieser Hinsicht ist keine zeitmissionstechnische Aufgabe. Dann muss ich ihn wohl oder übel auf dem Dach killen. Ja klar. Jetzt geht er auf den Boden. Dieser Drecksack. Ne, 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 ne. Ja, habe ich gemerkt. Zum Glück nennt man das nicht Boden hier. So. So. Wir müssen hier hoch. Oder nicht? Wie oft willst du das noch sagen, Junge? Ich komm schon, nur keine Sorge. Irgendwie ein bisschen unlogisch, dass der wartet. Irgendwie fordert er uns heraus. Könnte man schon fast meinen. Du kleiner Hundesohn. Bleibst du mal stehen oder nicht? Oder muss ich dir irgendwie durch das halbe London folgen? Irgendwie unlogisch das Ganze, ne? Lalala. Aha. Ich auch, weißt du? Normale Leute haben von mir Angst. Weil sie wissen, sie sind tot bei einem Assassinen.
Aber du scheinst mir irgendwie völlig geistesgestört zu sein. Nee, nee. Also, ich bitte dich. Darf ich jetzt dich hier oben killen, oder wie? Oder immer noch nicht? Ah, endlich! Jack töten! Das ist doch ein gutes Dach, um ihn zu killen. Nee, 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 nee. So viele Jacks auf einmal? Wie langweilig. Ja, ja. Musste ja so kommen. Aber immerhin die Mission unter 6 Minuten geschafft, eigentlich. Huh. Wir sind ein Leuchtfeuer der Vernunft in einer Welt, die dem Aberglauben verfallen ist. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich auch einen echten Geist getroffen. Sind Sie ganz sicher? Das ist die Frage. Man kann mutmaßen, dass die geistige Zeitung nichts anderes ist als eine Manifestation unserer Ängste. Schade, ich wollte schon immer einen Geist sehen. Ja. Oder einen Kobold. Darauf lass uns trinken. Auf den Ghost Club und die tapferen Zwillinge, die ihm halfen. Miss Evie und Mr. Jacob. Cheers! Hey. Nicht den Boden berühren, der Schäften von London. Abgeschlossen. Gürtelsprungfetter Jacks Gürtel. Bekommen. Ja, komm. Das war nicht so eine spektakuläre Mission. Weil es einfach eine Wiederholung war, sozusagen. In einer anderen Vorführung. Dort unten ist jetzt das Hauptziel. Okay. Dann geht's jetzt zum Hauptziel, Leute. Dann fangen wir schon in diesem Part an mit dem Bossfight. Wen wir töten vielleicht, warum wir ihn töten. Werden wir alles ziehen. Ach Jacob, wie ich dich liebe in der Ezio-Rüstung. Ich hätte ja gerne eben, wie gesagt, seine richtige Rüstung, aber die ist uns ja leider verwehrt, dank den 7200 XP, die ich man braucht. Ich hoffe, wenn ich Assassin's Creed Unity und Black Flag fertig habe, dass ich genug XP habe irgendwie. Oder wodurch man genug XP haben kann. Wenn das einer weiß, wenn das nur in AC Unity, also in den AC Games geht, dann wäre das problematisch, da es nicht viele AC Games auf PS4 gibt. Von daher, mit anderen Spielen, dann könnte ich schaffen. Überdosis. Jacob infiltriert die mysteriöse Anstalt von Lambert, um Dr. Eliotzen zur Strecke zu bringen. Okay. Dr. Eliotzen. Okay. Freu mich. Mr. Fry, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplant. Ich fand heraus, dass der Mann der Starex-Beruhigungssirup John Eliotzen ist. Dr. Eliotzen, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich soll es alleine machen, denn schließlich
wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Da hat er recht. Weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Mache ich wahrscheinlich nach der Mission. Oder wir. Aussichtspunkt erreichen, okay. Easy. Denn den hatten wir eigentlich schon erreicht, den Aussichtspunkt, von daher wissen wir schon, was da abgeht. Hä? Es hieß ja Aussichtsturm erreichen und dann ist dort der Wegpunkt. Dann gehen wir mal kurz hier hoch. Also ich meinte eigentlich ganz hoch. Ja, hier. Kann man nicht mehr synchronisieren. Hallo? Habe ich's verkackt, nur weil... Aussichtspunkt erreichen. Ja, nee, ist klar. Welcher Aussichtspunkt zur Hölle? Hä? Muss man das verstehen? Wo finde ich jetzt den Doktor? Aha. Wunderbar. Ich weiß doch nicht, was es dort macht, aber hey. Ach so, das soll ein Aussichtspunkt sein. Aua! Aua! Mit so einem Ding ist der in seinen Kopf rein. Kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliot. Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat, junger Arzt. Wir können mehrere Attentate machen. John Elliotson eliminieren. Das Gebiet erkunden. Schwesterinfiltration Gelegenheit. Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Und ich will das einzigartige Attentat machen. Die Elektro-Konfusion-Setzung stoppen. Keine einzige Kugel abfeuern. Das wird noch easy sein. Tja, was wollen wir machen am besten? Identifizieren. Schwester, öffne die Türen in der Anstalt. Also geh mit der Schwester reden. Und sonst noch? Ich guck mich mal hier um und schaue mir an, mit wem ich reden möchte, und wir treffen uns dann dort. Wenn es wieder heißt, Assassin's Creed Syndicate. Tudelö.